wie ich die McDonald's Schokoladenpommes teste. Das siehst du nach dem Intro. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt meinen wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonald's zu verpassen. In Japan wurde 2016 die Mac Choco Potato veröffentlicht. McDonald's Pommes mit weißer und Vollmilch überzogener Schokolade. Japan ist ja einfach bekannt für die skurrilsten McDonald's Produkte. Umso mehr war ich auch auf dieses Produkt gespannt. In Japan kommen die Mac Choco Potato in solch einer Box. Mit dabei weiße Schokolade und Vollmilchschokolade. Außerdem McDonald's untypisch eine Gabel. Vermutlich, dass man sich nicht komplett vollsaut. Ob sowas auch hierzulande bei McDonald's eine Idee wert wäre, ich habe es selbstverständlich getestet. Mit normalen McDonald's Pommes, weißer Schokolade und Vollmilchschokolade. Und hier mein Test. So, wir machen einfach mal die Schokolade rüber. Einmal die normale Vollmilchschokolade und einmal die weiße Schokolade. Hier sind sie und jetzt bin ich mal gespannt, wie die McDonald's Schokoladenpommes so schmecken. Okay, es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr schokoladig. Ich finde das richtig kurios. Aber man kann es essen. Also es ist jetzt auch nicht schlecht oder so. Vor allem mit diesen salzigen Pommes und der süßen Schokolade. Das ist so eine richtig geniale Kombination. Das ist wirklich richtig lecker. Also wenn es das hier als Dessert bei McDonald's gäbe, ich würde es mir direkt holen. Ja, das Ganze ist auf jeden Fall eine richtig interessante Kombination. Macht das Ganze doch selber mal nach. Ich kann es nur empfehlen. Und das war's mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen bigtastischen Tag. Und bis bald.